Ziel und Beruf meines Lebens ist die Religion. Wer hat das gesagt? Ein Mönch? Ein Priester? Nein, der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, der im 19. Jahrhundert eine ganz besondere Sichtweise auf das Wesen der Religion entwickelte. Wie kam Ludwig Feuerbach, nicht zu verwechseln mit Anselm Feuerbach, dem Maler, zur Religion, und weshalb war die Religion für ihn von derart zentraler Wichtigkeit, dass er ihrer Erforschung sein ganzes Leben widmen wollte? Sein Weg dahin war nicht ganz geradlinig, sondern von vielen Brüchen, Schwankungen, Umwegen geprägt. Der Sohn eines Rechtsgelehrten studierte zunächst in Heidelberg Theologie. Aber das Theologiestudium machte ihn nicht zufrieden. Er sagte, diese Mischung aus Freiheit und Abhängigkeit, freiem Willen und Determinismus, Verantwortung des Schöpfers und Verantwortung des Menschen, Macht und Ohnmacht, diese theologischen Gegensätze, die widersprechen meinem auf Klarheit hin ausgelegten Bewusstsein. Klarheit bedeutete für Feuerbach insbesondere Einheit. Ja. Er wollte einen einheitlichen Zugang zu den Phänomenen menschlichen Denkens finden, und er sah die Religion als eine Art zu denken, als ein Wissenssystem, und wollte verstehen, was Religion eigentlich macht. Er wechselte zunächst das Studienfach von Theologie zu Philosophie, studierte eine Zeit lang in Berlin, stand auch den hegelianischen Lehren zum Weltgeist, zum Welteinen zeitweise nahe. Aber für ihn war in Hegels Denksystem zu viel Spekulation. Spekulation hielt er für trunkene Philosophie. Er wollte Nüchternheit, Einheitlichkeit, Klarheit. Für Feuerbach ist die Religion eine Projektion des menschlichen Bewusstseins. Für ihn sind die Religionen Einbildung, aber auch Feuerbach kann nicht leugnen, dass es in der Kulturgeschichte des Menschen fast überall und in jedem Kulturkreis zu jeder Zeit Religionen gab. Die Menschen haben zu allen uns bekannten Zeiten an Götter geglaubt, an Göttinnen, und auch Feuerbach kam nicht umhin, die Existenz des Gottes- und Götterglaubens anzuerkennen und sich natürlich zu fragen, weshalb, wenn doch die Religion Einbildung sei, haben die Menschen dieses Glaubenssystem oder diese Glaubenssysteme. Und so gelangte Feuerbach zu seinem bekannten Satz, das Wesen der Theologie ist die Anthropologie. Ja, das Wesen der Religion ist das Bedürfnis der Menschen, sich als allwissend und allmächtig zu definieren. Weil Menschen sich Machtbefugnisse wünschen, Kenntnisse wünschen, eine Größe wünschen, die sie selbst nicht haben in ihrer individuellen Existenz. Deshalb, argumentiert Feuerbach, erfinden Menschen Götter, die allmächtig, allwissend, omnipräsent sind. Für Feuerbach ist also das Wesen der Religion nicht nur Beruf und Ziel seines eigenen Lebens, sondern die wissenschaftliche Erforschung des Phänomens des Gottesglaubens ist für ihn eine Art frühe Psychologie. Welche Bedürfnisse haben Menschen und wie projizieren sie die Bedürfnisse auf in seiner Sicht fiktive Wesen? Feuerbach war überzeugt, dass er mit seinen Überlegungen zur Religion oder mit seiner Entkleidung der Religion vom Fideismus, vom Glauben, ja, seiner Entlarvung des Phänomens der Religion als eine rein menschliche Bedürfnisprojektion. Er war überzeugt, dass diese philosophische Entdeckung bahnbrechend sei und die Wege eröffnen würde für eine Philosophie der Zukunft. Er war überzeugt, die Gottesfrage
sei endgültig gelöst. Das Wesen der Theologie als Anthropologie, Gott als rein menschliche Projektion, das war für ihn die fundamentale Wende der Philosophie. Wir wissen jedoch, dass die Frage nach Gott ungelöst bleibt und auch heute noch Philosophen beschäftigt.